Sie gehören zu den intelligentesten Vögeln dieser Welt. Papageien. Zur artgerechten Haltung gehört daher viel Beschäftigung. Dies hält sie nicht nur fit, sondern stärkt die Bindung zwischen Mensch und Tier. Wie Papageien aktiv beschäftigt werden können, weiß sie. Kerstin Schwarz ist Papageientrainerin und Halterin von Zorro, Stella, Louis und Chili mit ihren 4 Tage alten Babys. Ich arbeite mit Papageien deswegen, weil die sehr intelligente Tiere sind und gerade, sag jetzt mal, wenn man den nicht unbedingt durch Außenvolieren oder Außenkäfigen ein bisschen Abwechslung bieten kann, ist Training eine super Sache. Einfach, weil die dann mal ein bisschen ihr Köpfchen anstrengen müssen und Sachen lernen und auch lernen zu lernen. Ich arbeite mit meinem Papageien mit dem Klicker. Und Leckerchen. Klickern und positive Verstärkung sind die Schlüsselwörter im Tiertraining. Das Leckerchen muss am Anfang sehr zeitnah gegeben werden, weil der Vogel ja auch erst das Klickergeräusch mit was Positivem verbinden muss. Denn erst diese Verbindung ist der Ausgangspunkt für das spätere Erlernen verschiedener Übungen, also Klick und Futter. Übrigens, Papageien sollten möglichst früh trainiert werden. Sobald die Jungtiere futterfest sind, kann es losgehen. Mit der ersten Basisübung, bei der Vogel und Mensch Vertrauen aufbauen, auf und ab. Zum Auf und zum Ab halte ich erstmal die Hand hin. Wichtig dafür ist natürlich, dass er erstmal nicht beißt, falls man da einen hat. Und dann halte ich die Leckerchen hin und ziehe ihn quasi mit dem Leckerchen langsam auf meine Hand und wenn ich ihn wieder weghaben will, halte ich das quasi auch erstmal dahin und dann kriegt er seine Bestätigung, wenn er dann da ist. 3 bis 4 Mal pro Tag sollte diese Übung wiederholt werden, aber nicht mehr als 20 Mal pro Einheit, sonst wird es für das Tier schnell zu langweilig. Diese Auf- und Abübung mache ich deswegen, weil ich einfach gern den Vogel, wenn ich den von A nach B transportieren will oder so, dann kann ich einfach sagen, komm zu mir und er kommt. Und wenn ich ihn dann zum Beispiel wieder in seine Voliere zurücksetzen will, dann brauche ich keine stundenlange Versuche starten, sondern er ist das einfach gewöhnt. Oder wenn er zum Beispiel irgendwo hinfliegt, wo er nicht hin soll, wo es eventuell ein Kabel oder sonst was gibt, dann kann ich ihn auch einfach rufen und er kommt zu mir und ist von der Gefahrenquelle weg. Neben dem Handling sollte aber auch das Spiel nicht zu kurz kommen. Denn kognitiv spielen Papageien nahezu in der gleichen Liga wie Affen. Ich baue in mein Training auch immer ein paar lustige Sachen ein, die einfach so ein bisschen Spaß und Beschäftigung sein sollen, damit die auch ein bisschen nachdenken müssen noch. Und dafür habe ich hier einmal eine Schale und einfach ein Geldstück. Und Ziel ist es irgendwann, dass der die Münze nimmt und halt immer ins Döppen schmeißt. Schwarzohrpapagei Zorro weiß schon, wie der Hase läuft. Aber auch dann gilt, bei jedem Erfolg gibt es den Klick und dann die Belohnung durch das Futter. Doch wie war das eigentlich am Anfang? Am Anfang gucke ich, dass immer ein Erfolg da ist. Das heißt, ich halte die Schale wirklich richtig so darunter, dass das funktioniert. Im späteren Übungsschritt gucke ich, dass ich die wirklich so ein bisschen daneben stelle gezielt. Und wenn er dann rein döpst, wie gerade hervorragend gemacht, dann gibt es natürlich Klick und Belohnung. Und dann mache ich das auch teils mal auf der anderen Seite. Das war jetzt nichts. Kann ja nicht immer klappen. Wichtig, üben Sie eine neue Einheit über mehrere Tage verteilt und nicht alles durcheinander. Wichtig ist, wenn ich mit den Papageien trainiere und die halt über Erfolg und Misserfolg arbeiten, dass ich immer mal wieder die Übung so gestalte, dass auf jeden Fall ein Erfolgserlebnis da ist, weil die Vögel sonst demotiviert werden und keine Lust haben, eventuell mehr mitzuarbeiten. Bloß die Ruhe bewahren, Zorro. Beim nächsten Thema übernehmen deine Kumpels, die Weißhauben-Kakadus Stella und Louis. Wichtig ist, und das mache ich halt auch mit allen meinen Papageien, ist so ein bisschen ein Anfasstraining, was ganz, ganz wichtig ist. Falls die mal Verletzungen haben oder falls die mal Medizin verabreicht kriegen müssen, falls die mal irgendwo eine Salbe haben müssen, falls die Milben haben oder was auch immer, dass ich wirklich an die dran kann. Der Kakadu ist eine sehr anspruchsvolle Papageienart und gehört nur in fachkundige Hände. Kerstin Schwarz kennt die Bedürfnisse von Stella und Louis. Belohnen tue ich natürlich auch beim medizinischen Training. Allerdings benutze ich da halt keinen Klicker, einfach weil ich beide Hände da brauche.
Wenn man natürlich jetzt ohne Klicker arbeitet, ist es ganz gut, wenn man zum Beispiel ein Klickerwort benutzt. Das kann zum Beispiel sein gut oder prima oder einfach ein Ja. Das sollte natürlich auch wie ein Klicker möglichst gleich sein. Timing und Belohnung sind enorm wichtig, sonst verstärkt man falsches Verhalten. Wenn man nicht mit Papageien arbeitet, dann kann es durchaus zu Verhaltensstörungen kommen und einfach der Papagei fühlt sich halt nicht wohl und deswegen sollte man auf jeden Fall eigentlich schon die ein bisschen in der Form beschäftigen. Alles klar, Zorro macht dann mal weiter. Macht's gut da draußen.